In Frankreich ist es trotz strenger Ausgangsbeschränkungen in einem Pariser Vorort in der Nacht auf Dienstag erneut zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Jugendliche setzten Medienberichten zufolge Fahrzeuge und Mülleimer in Brand und schossen Feuerwerkskörper in Richtung Polizei. Diese setzte nach Angaben von Zeugen Tränengas ein. Es gab 9 Verhaftungen. Auslöser für die Spannungen im sozialen Brennpunktviertel Villeneuve-la-Garenne im Norden von Paris ist der Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Polizeiwagen während einer Verfolgungsjagd am vergangenen Samstag. Dabei wurde der Fahrer schwer am Bein verletzt. Zeugen berichteten später, die Polizei habe den Mann absichtlich durch Öffnen der Autotür zu Fall gebracht. Ein Video vom Unfall wurde vielfach im Internet geteilt. Auch in Straßburg kam es in der Nacht in 2 Vororten zu Zusammenstößen.